Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die hier beim Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit dabei der Dark, grüß dich. Uhu. Der in unserer Basis rumdümpelt und verzweifelt versucht, das Handwerk zu lernen und auch zu praktizieren. Wir haben letzte Folge etliches an Holz gekloppt und wollten ja eigentlich auch. Wo ist sie? Die dezente Scheune, wo war sie? Da. Da ist ein riesen Keller drunter. Täte mich natürlich reizen, da mal reinzugucken, aber da waren so viele Zombies. Da kostet das uns A, nur die letzten Nerven und B, unsere letzte Munition. So, wir werden dem Dark jetzt noch das Holz vorbeibringen, damit er uns hier die Pinöppels bauen kann. Die Basis... Die kannst du, glaube ich, sogar selber fertigen. Muss ich aber an der Werkbank, oder? Nee, kannst du im Inventar laufen lassen. Wie heißen die denn? Einfach nur, musst du einfach nur Spikes eingeben. Also im englischen Begriff, das geht auch. Spitzer Stamm, tatsächlich. 116. Okay, wir müssen noch weiter Holz klopfen. Puh. Gut, lassen wir die mal durchlaufen. Machen wir dann, werde ich dann nach dieser Aufnahme ein bisschen zwischen den Folgen Holz kloppen. Da müssen wir nicht nochmal eine Folge für aufnehmen. Okay, was wollte ich denn jetzt nochmal? Ja, Leuchtsignal. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, wir haben beim Looten so ein komisches Leuchtsignal gekriegt. Hier. Lege es auf den Boden, um eine spezielle Kiste spawnen zu lassen. Machen wir mal. Okay. Das ging fix. Bin ich mal gespannt. Ein Scheinwerfer. Ernsthaft Spiel. Gut, nichtsdestotrotz, wir werden, denke ich mal, es laggt. Wie sieht's denn healtechnisch aus? Alles gut. Da hinten seht ihr die zwei Leuchttürme oder was immer auch da darstellen soll. Da ist das Schneegebiet und da hatten wir den... ganz vor vielen, vielen Folgen mal einen Atombunker gesehen. Es sah zumindest optisch so aus von außen wie ein Atombunker und den würde ich mir gerne angucken. Warum auch nicht? Und ja. Ja, da komme ich jetzt auch gleich mit. Weil erstmal müssen wir leveln. Scheinbar. Ja, ich bin jetzt Level 10, habe aber auch keine Punkte. Ich habe jetzt noch ein bisschen was in die Bögen gesteckt und Armbrüste. Ne, ich meine wegen Herstellen von irgendwelchen Sachen, Level 30. 30? Ja. Das ist außer eine Hausnummer, ja. Außer man findet die Sachen halt unterwegs. Aber sonst ist das, eine Hausnummer, ja. Level 30 ist echt eine Hausnummer, da bist du ja ganz schön am Kloppen hier. Und wo bemerkt, ich bin Level 18. Und ich bin ja hier nur am Craften, ne? Okay. Mal gucken, ob wir in dem Militärcamp Explorer schon drin waren. So, das kann da rein. Dieser Eisen. Achso, du brauchtest. Ne, Eisenpfeile kann ich, glaube ich, jetzt. Warte mal. Okay, ist schon. Nee. Okay, dann war der Dark nur hier, dann hat er bestimmt noch wieder die Hälfte übersehen. Aha. Kommt schon mal vor. Sehr schön. Ja. Haben wir irgendwo ein Eisenpfeil? Ich glaube nicht. Nee, ich hatte auch eher mit mir selber gerade geredet. Also. Okay. Ja, haben wir. Boah. Stahl haben wir aber nicht. Nee. Keine Zombies. Okay. Hat er gelootet. Mülltonne hat er nicht gelootet. 12 Eisenpfeile. Sehr nice. Boom. 15 Uhr.
dran, der Kollege. Stickies haben wir noch. Du hattest ja für die Armbrustbolzen hattest du ach nee, da brauchtest du ja schon gut. Okay. Verwirrt. Ey, jetzt übernimmst du mein Part hier oder was? Vergiss es. Okay, hier muss man sagen, hat der Dark sehr akkurat gelootet. Geh noch direkt wieder raus. So, Munition kriege ich hier. Büsche brauchen wir nicht. Okay, dann. Okay. Wir hören komische Geräusche. Armbrustbolzen. Ernsthaft? Braucht man für das Armbrustbolzen-Gedöns auch noch Armbrustbolzen mit Steinspitze? Rezept: Klasse Bogen 1. Voraussetzung: Das ist eine Kuh. Wir können übrigens Milch abzapfen, ne? Wir müssen einen Eimer dabei haben, müssen uns neben die Kuh stellen und dann können wir so ein bisschen an deren Zitzen. Du bist doch Bogen, ne? Klasse. Ja, ja. Dann kannst nur du die Armbrustpfeile herstellen. Okay. Endlich bin ich mal für was nütze. Also du kannst deine eigene Munition nur selber herstellen. Das sieht doch auch hier wieder aus wie so ein Militärcamp. Okay, wir sind jetzt im schönen Gebiet. Leg ich das mal hier rein. Auf die Minen aufpassen, die hier mit. Schön, dass der Herr warten kann. Ich bleib hier dann hier. Gut, dann looten wir das mal eben in Ruhe. Dann kann der Dark in der Zeit zu uns stoßen. Wie viele Pfeile haben wir noch? 35. Ja, super. Können wir jetzt direkt den Headshot platzieren? So. Party mit Wölfen. Eine neue Quest. Wie geht es dir da draußen, Anwärter? Wir wissen, dass du dein Bestes gibst, um zu überleben, aber der Club braucht einen Gefallen von dir. Beende diese Aufgabe und du wirst belohnt. Pass auf dich auf, Bruder oder Schwester. Jax, dein Töter ein paar Wölfe. Okay. Die Queste machen wir ja alle nebenbei. Wir müssen die Hauptquest mal weitermachen hier, aber irgendwie kommen wir nicht dazu. Wegen Farmen und Bauen und wieder Farmen und wieder Bauen. Ja, wir haben ja auch ordentlich Zombie-Besuch. Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Ich sehe dich nämlich auf der Karte. Ah, da. Okay. Alter, hab ich mich erschreckt. Aber nicht vor mir. Nein, da ist gerade ein Zombie in der Mine gelaufen. Ja. Ich hab jetzt noch einer. Kein Aber mir ist spawnen gerade Zombies. Und noch so ein Wackeldackel hier. Ja. Schnell. Hat die schon tot? Weiß ich, jetzt ist sie tot. Da. I'm walking. Aha, I'm walking. Okay, hier war der Dark noch nicht. Nee, der Dark war noch nicht so weit. Zweite Mal, dass ich hier schon Vitamine finde. Ja, nimm die Dinger. Warum? Ja, die erhöhen dein Wohlbefinden. Dadurch kriegst du mehr Lebenspunkte. Eine HDTV mit Ständer, ja. Mhm. Danke, Spiel. Tinte. So. Wo geierst du denn schon wieder rum? Mal da, mal da. Ach, du bist hier in einem Militärcamp gerade? Ja. Bist du gerade in die Mine gelaufen? Nein, ich habe gerade zwei kaputt geschossen, damit ich hier reinkomme. Ah, nein, wir brauchen ja noch Null. Ich kaputt schlagen, Explorer. Mach das aber nicht.
Nichts drin. Ach ja. Ich liebe die Stacheln. Also hier hast du also schon gründlich weggelootet, ja? Ja. Ich habe sehr akkurat gearbeitet. Okay, muss ich mich jetzt also nicht noch umgucken. Nein. Aber hier sind ja schon wieder Militärlager. Oh. Also weiter war ich noch nicht. Vorne. Warte, ich habe hier nur noch eine Kiste, dann kann man. Hier ist ein Riesenturm. Alter, kein Loot hier. Das Spiel hasst mich. Was ist denn du jetzt schon? Ah, da Dümpel. Vorsicht, da kommt ein Schneemann. Was? Wo? Hinter dir. Warte, das sind diese Minenarbeiter. Ich hab nur Pfeile, ne? Alter. Das schaffst du schon. Droppen die denn nix? Ich krieg kein Loot mehr. Das Spiel weiß wahrscheinlich gar nicht, dass ich im Spiel bin. Okay, während du alles niederfräst. Oh. Ist er tot? Ich liebe es, wenn die sich so komisch hinlegen. Oh, okay. Sehr schön. Was für ein Freund. Ja, ein Kopflosen. Eine Munitionskiste. Schön. Gras, juhu. Das war ein Pre-Kill. Ich bin schon wieder dirty. Ja, du bist immer dreckig, mein Freund. Ja. Nix, hier ist ein Safe. Ach, jetzt habe ich den Dietrich vergessen mitzu. Wäre jetzt ideal gewesen. Magst du mal eben hier... Hm? Was denn? Ja, ist gut. Okay, ich mach auf, du... Ich nutz um. Du musst erst oben aufmachen müssen. Einfacher gewesen. Ach, das ist nur so ein NPC-Typ. Alter! Danke. Ja, genau, wenn's ja, 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 ich wusste gerade. Ja, also. Komm, 762er Munition, bitte, bitte, bitte. Schlau wie Fuchs, ey. 44 Schrotpatronen und eine militärische Notration. Danke, Spiel. Die militärischen Notrationen sind aber ziemlich genial. Ja, das sind ja auch. Nur die Munition ist nicht meins. Irgendwas zum Zerlegen. Nee. Okay, der wird rauskommen. Nachladen. Ich hab genug. Bah, hör auf zu zocken, du Mistkerl. Ich glaub, ich bin nur angeschlagen von der gestrigen Runde. Ja, ein Scharfschützengewehr. Und schon wieder. Will ich nicht die Küche looten? Nein, ich will die Küche nicht looten. Nee, also Lebensmittel haben wir jetzt genug. So, mal jagen gehen, kann ich Speck herstellen. Wir brauchen eigentlich nur noch Eier. Dann kann ich Eier und Speck machen. Ja, das sollte laufen. Mein Typ ist schon wieder am Frieren, warum auch immer. So, Spiel. Oh, Bücherregal. Bitte, was Vernünftiges. Meins war leer. 10 Blatt Papier. Kannst das Buch selber schreiben, Explorer. 13 Blatt Papier. Ey, ich lock mich wieder aus. Das kann ja nicht sein. Achso, da war noch eine Kiste, ne? Genau. Da war eine Toilette drin. Eine moderne. Ja, viel Spaß. Mit nix drin. Klasse. Viel Spaß. Ja, du übersiehst die Kartons auch, ne? Die sind immer so Kisten, das sieht, kann man nicht looten. Aber draufschlagen und dann... Ja.
So, also ich übersehe die nicht. Ein Rad mit Muttern, Schlüssel und Ziegel. Ja, gut. Kann man mitnehmen. Okay, wir müssen ein bisschen was zerlegen. Wir haben nichts zum Zerlegen. Das ist natürlich noch besser. Nur ein bisschen was essen. Hase. Also von da. Die können wir mal anziehen. Taschen voll und kannst nichts machen. Ja, hier draußen laufen ja 10.000 Zombies rum, ne? Viel Spaß. Team Äpfel. Nee. Ich bin ja schon weg. Ich bin gerade aus dem Eisgebiet raus. Ja. So gefühlt. Und? Ja, nee, ich meine nur, aber da bei dem Eisgebiet, da sind genug Zombies gerade rumlaufen. Ja, gucken wir mal nach dem Bunker. Das war ja der ursprüngliche Gedanke. Der sein. Das muss ich sehen, das kann ich dir spontan gar nicht so sagen. Ist nochmal Militärcamp oder sind wir von hier? Ah ne, von hier sind wir gekommen. Der müsste. Geh mal eben hier oben lang. In der Richtung war ja die alte Basis. Dann bin ich hier schräg rüber gekommen. Also wäre schön, wenn du da irgendwie sagen könntest, wo man hin müsste. Ja, siehst du auf der Karte. Also ich glaube, hier bin ich schon mal richtig. Genau, hier war das ein Haus. Ein wildes Schwein. Ich meine, hier wäre das irgendwo gewesen. Bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Lunchen wir mal. Ja, hier ist alles möglich, aber nicht einmal in so einem... Wie du sagtest, Leuchtturm. Guck auf der Karte, wo ich bin. Okay. So. Weil der wäre hier irgendwo gewesen, aber. Habe ich mir das mal markiert, ey. Und wir sind damals hier so schräg runtergelaufen. War der hier irgendwo? Ist ein Skatepark? Ich glaube, hier war der irgendwo. Oder auch nicht. Okay, wohl eher nicht. Wir laufen mal ein Stück zurück. Powerboost Skatepark. Okay, das war ein Skatepark, das war kein Bunker. Von der anderen Seite war das Schild nicht und deswegen, wenn du hier guckst, das sieht ja auch... Ne, wenn du hier vorbeiläufst, flüchtig guckst, dann sieht das aus, als wenn da, weiß ich nicht, irgendwelche Raketenabschuss-Silos sind. Nein, es war eine Skatebahn. Schade. Schade. Gut, dann komme ich wieder zu dir. Kollege. Okay. Das war ja ein Griff ins Klo. Boah, diese Holzfäller, die hasse ich wie die Pest. Die halten so viel aus. Wo ist der Darky denn da hinten? Vielleicht finden wir noch ein Militärcamp oder irgendwas. Pappenpilz. Apotheke, aber ich glaube, da waren wir auch schon dran. Da ist er. So läuft nur einer. Aber was ist das denn hier für ein Gebilde? Warst du schon drin? Ne, ich versuche gerade reinzukommen. Das sieht doch militärisch aus. Ne, das ist glaube ich ein Händler. Ne, das ist irgendwas anderes. Alter. Das ist was Militärisches, ja, du hast recht. Hier läuft nämlich gerade ein Militärzombie rum. Ah, zwei sogar. Drei, vier, Alter. Irgendwas mit Strom. Ja, knapp jetzt schon.
Ganz viele Klimaanlagen. Alter. 10 Schuss haben wir noch. Also ich habe hier, glaube ich, gefühlte 8 oder 9 Militärzombies drin. Viel Spaß. Ma, Explorer, ey, ernsthaft. Ja, super, der liegt jetzt und dann können wir den... manchmal einen Headshot verpassen, weil der jetzt wieder aufsteht. Gott. Okay, der ist tot. Eine Munition? Ich glaube, wir haben keine Munition mehr. Zwei Schuss. Super. So. Dann musst du auch tot sein. So. Hast du gerade irgendwo drauf geschossen? Ja, auf die zwei Holzpfeiler, die du hinter dir hergezogen hast. Okay. Jetzt bin ich aber komplett ohne Muni. So, hier steht noch einer vor der Tür. Wo bist denn du da rein? Du kannst über die Schrägen, kannst du hochklettern. Ah, okay. Okay, der Zombie hat was dagegen. Alter, da ist noch ein Zombie drin. Der sieht aus wie ein Feral. Nein, mach das nicht. Er sieht aber so aus. Gut, der nächste Otto angekrochen. Wir sind bei 22 Minuten. Ich habe ein Nachtsichtgerät gefunden. Aua. Aua, aua. Darfst nicht über die Stacheln laufen, ne? Ja. Danke. Nee, das ist ein großer Militärzombie irgendwie. Also ein größerer. Ist auch tot. Noch ein Nachtsichtgerät. Sehr interessanter Ort. Oh, 21:31. Ja, dann verkriechen wir uns am besten. Hier unten ist ein Keller. In der Mitte. Ich gehe da mal runter. Ich gehe dann oder? Hier in die Basis rein. Die geht nämlich ziemlich tief nach unten. Ja, vielleicht ist das hier ein Bunker. So wie ich es ursprünglich gedacht habe. Als die Munitionskiste hat aber schon gelootet, der Drecksack. Ja. .43 Uhr. Oh, eine Pistole. Eine Feder. Wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. Bist du oben oder wo bist du? Ich bin unten. Okay. Alter. Das sind Elektrozombies. Nice. Rechts von dir auf. Da muss nicht noch. Ach so, Armbrust geht noch. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir danken dir fürs Zuschauen, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Weg, 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 der lebt doch noch. Alter.
jetzt ja tot. Super. Jetzt aber. Tschüss.